Vom Kongress zu Konasol, es geht darum, ich habe 2008 für die bolivianische freie Software-Community in Bolivien ein kleine Django-Applikation, also eigentlich drei Applikationen und ein bisschen was dazugehört, gemacht, und wir haben das damals verwendet, und die nächste der nächste Kongress ist heuer im Dezember. Wann genau, weiß man noch nicht, oder man verrät es mir noch nicht. Aber dafür werden wir die Software wieder einsetzen, die wir damals verwendet haben. Und ich habe mir zuerst überlegt, ein bisschen zu zeigen, wie sich die Applikation entwickelt oder geändert hat im Laufe der fast 10 Jahre. Die dazwischen liegen, die Version, mit der die Applikation gemacht worden ist, ist Django 1.1, und wir haben seit kurzem Django 1.11, und es hat sich doch in der Zeit ein bisschen was geändert, und es sind ein paar Sachen dazugekommen, es sind ein paar Sachen, die noch immer nicht Teil vom Django sind, aber wenn wir am Ende sehen werden, das ist gut, dass es so ist. Und das ist für mich das Beispiel, dass die in gewisser Weise Trägheit vom Django im Einführen von anderen Sachen, die vielleicht andere Web-Frameworks als super fancy einführen, dass im Endeffekt sich auszahlt, das nicht so einzuführen, sofort einzuführen und sofort das zu machen, was andere machen. Ich werde eben ein bisschen über Bolivien erzählen, über die freie Software in Bolivien, um die Communities, die es da gibt, und das, was jetzt im Rahmen von der neuen Gesetzgebung passiert und passieren sollte und leider nicht passiert ist, noch immer. Über zwei Events, die freie Software in Bolivien wichtig machen. Als kleiner Exkurs über die ein bisschen Erklärung liefert, warum das so einfach gemacht wurde, die Applikationen. Ist das der Begriff von der angepassten Technologie, die wir kurz anschneiden und kurz anreißen, die zwei Applikationen. Die alte heißt Congreso, das ist Congreso auf Spanisch, und Conasol ist der Name, den ich eingebürgert habe in Bolivien für den Congreso. Congreso Nacional de Software Libre ist der Name, und ein kleiner Ausblick auf das, was man daraus lernen oder was ich daraus lerne. Für die es nicht vielleicht kennen, Bolivien ist ein sehr großes Land, es ist 1 Million Quadratkilometer, es ist ungefähr 10-mal so groß wie Österreich, hat aber nur knapp 11 Millionen oder 10 Millionen Einwohner, die verteilt sind im Großen und Ganzen über drei Städte, über drei Departamente, wie sie heißen, La Paz, Santa Cruz und Cochabamba, das ist die Mitte quasi von Bolivien, und das sind die größeren Städte, und der Rest ist ziemlich dünn besiedelt. Und wie man sieht, Bolivien hat erstaunlicherweise 37 offizielle Sprachen. Es sind zwar die Spanisch, Quechua, Aymara und Guarani sind die üblichen, die verbreitet sind, aber es sind noch immer nicht. Es sind doch ein bisschen mehr als 20% Quechua und Aymara jeweils, und Guarani ist ungefähr 5%, glaube ich, und der Rest sind unter 1%. Aber trotzdem sind alle anerkannt als offizielle Sprachen. Die größten Städte sind eben, wie gesagt, die in der Mitte, Santa Cruz im Osten, im Tiefland, im El Alto, und La Paz im Westen in der Richtung Pazifik. Ziemlich hoch und quasi in der Mitte in einem Tal, wie ich es immer so lustig finde. Cochabamba ist dann auch mit 600.000 Einwohnern ziemlich groß. Und ich komme ursprünglich aus Cochabamba. Und da sieht man, das ist wirklich sehr, sehr groß. Und wie gesagt, die zentrale Achse ist La Paz, Cochabamba und Santa Cruz, wo die meisten Einwohner sind und alles Wichtige passiert. Der Regierungssitz ist La Paz. Die Hauptstadt eigentlich ist Sucre, das ist ganz klein, in der Mitte unten quasi.
Aber da ist dann die das, Justiz. Also die Justiz ist dort und sonst ist nicht wirklich viel was. Die freie Software-Community in Bolivien ist mehr oder weniger organisiert. Es ist sehr, sehr lose und das ist dadurch mehr oder weniger gekennzeichnet, dass es wirklich zu meiner Überraschung und zu meiner Enttäuschung nicht wirklich was viel passiert ist in den letzten 10 Jahren. Es ist zwar die Community gibt es noch, aber zum Beispiel die Association de Us Bolivianos de Software, das ist die Vereinigung der Free Software Benutzer, die gibt es im Plan und es gibt einen Arbeitspapier für die Statuten, die eben seit 2007 in Arbeit sind. Es ist noch immer, es gibt noch immer keinen Verein, es gibt noch immer keine Vereinigung, es gibt kein offizielles Dokument, das belegt. Es gibt immer wieder Ansätze, das zu machen und es gibt immer wieder Diskussionspapier, Diskussionsdokumente in deiner Wiki, die beschrieben sind, aber die verlaufen irgendwann im Nichts. Aber es gibt auf der Seite vom Staat ziemlich viel Unterstützung. Es gibt da die Agentur für die Entwicklung der Informationsgesellschaft in Bolivien. Es gibt die Agentur der elektronischen Regierung und der Technologie und Kommunikations Telekommunikation und Kommunikationstechnologien und es gibt dann so ein Komitee für die Information- und Kommunikationstechnologien. Und es gibt seit nicht so lang her ein Repository, wo freie Software, die vom Staat entwickelt wird, eingepflegt wird und wo sich verteilt ist. Aber das ist noch immer nicht ganz wie es sein soll, also nicht ganz offen. Man kann quasi die Software sehen, aber bis man die eigene Software drauf lädt, ist nicht so einfach wie bei GitHub oder einer anderen Plattform, wo man einfach sagt, okay, ich bin User, ich registriere mich und das ist meine Software. Das muss man ein doch komplizierter Prozess noch durchlaufen, damit man irgendwas drauf lädt. Und man hat auch, obwohl eigentlich relativ wenig drauf ist, keine richtige Kontrolle, was drauf gelegt wird. Also man baut zwar eine Hürde, wie man was rauflädt, bis man etwas raufladen darf, aber ob das wirklich das Mindeste enthält, um damit was anzufangen, ist die andere Frage. Aber es gibt Projekte drinnen, wo im Prinzip die WAR-File, also die Applikations-File für Web-Applikation für Java raufgeladen wird und es gibt nicht einmal ein README, es gibt nicht einmal eine Lizenz und keine Instruktionen, wie man das Ding zum Laufen kriegt oder ob man eine Datenbank braucht oder wie die Datenbank zu heißen hat und ähnliche Sachen. Aber es gibt was. Es ist nicht so, dass es so alles schlecht ist. Es gibt eben die anderen losing Communities, die nicht vom Staat unterstützt werden noch. Also es gibt den lustigen Namen, die Pinguine aus dem mismo Eisberg, das sind die Pinguine aus dem selben Eisberg. In Cochabamba ist eine ziemlich alte Linux-Benutzer-Community. Es gibt einen Hacklab seit ein paar Jahren. Es gibt auf der UMSS, also Universidad Mayor de San Simón, das ist die staatliche Universität, eine Gesellschaft für die Studenten von Software, für Systeme und Informatik, also das ist für Telematik und Informatik. Und es gibt eben die Usergruppe in Santa Cruz, die ziemlich groß ist, die Comunidad Sucre Libre ist ja auch eine freie Software-Community in Sucre, die den ersten Kongress in 2001 organisiert hat. Und es damals geschafft hat, dass zum Beispiel Richard Stallman kommt, der übrigens bis jetzt 2 oder 3 Mal in Bolivien war. Und es gibt den Hacklab Sucre, es ist auch relativ neu, aber die sind zum Beispiel die den Kongress letztes Jahr organisiert haben. Man hat in Bolivien sehr lang, nachdem die
die neue Verfassung 2010 akzeptiert worden ist, angefangen neue Gesetze zu schreiben, weil die mit der neuen Verfassung in Einstimmung sind. Und es hat man lange diskutiert und probiert, als gesetzfreie Software zu machen. Und es hat lange gedauert, man hat diskutiert und man hat am Ende nur das geschafft, dass ein Paragraph in dem neuen Telekommunikationsgesetz gibt, das beschreibt, dass eben das, die Teile von die Behörde, die Wahlbehörde und die Organe vom Staat, also das Exekutive, Legislative und die Justiz, also die sollen eben das fördern, den Einsatz von freier Software und offenen Standards, aber dass sie dann später das genau noch beschreiben wird. Also der Exekutivorgan wird noch später mit einem anderen Gesetz das reglementieren, wie man den Plan macht, um dies zu implementieren, also den Umstieg zu schaffen von Software, die zum Großteil noch proprietär ist, auf freie Software und auf offene Standards. Und siehe da, es ist noch nichts da. Man hat probiert, das in ein Dekret zu gießen, das reglementiert, wann und ab wann, ab welcher Größe von der Firma, von der staatlichen Firma, von den Behörden das zu machen ist und für welche Bereiche das gilt. Und man ist dabei, halt immer wieder das abzuschwächen, dass es Ausnahmen gibt für das. Zum Beispiel im Bereich vom Erdöl und Erdgas sagt man immer, dass es für die Produktion sehr wichtig ist, dass das System funktioniert, und dann kann man sich das nicht leisten, dass die freie Software nicht verfügbar ist oder nicht fehlerfrei funktioniert. Ob das mit einer proprietären Software das Fall ist, das bezweifle ich. Aber das führt dann dazu, dass man das noch eine Runde durchläuft, dass man neue Ausnahmen einführt und neue Ausnahmen diskutiert, und bis zum jetzigen Tag ist noch immer nicht fix, wie man den Umstieg macht. Und dazu kommt, dass wahrscheinlich das Beispiel mit München ist kein gutes Beispiel für den Umstieg auf großer Ebene, wo man sagt, wir steigen jetzt auf freie Software, egal was. Da gibt es eben in Bolivien zwei Events quasi, die sehr wichtig sind und regelmäßig stattfinden. Das ist das eine, den FLISOL, das ist ein Software-Installationsfestival, wo im Prinzip an einem Tag im April, den vierten Samstag im April, seit 2005 so Install-Partys organisiert werden. Also man kann mit seinem Computer, es gibt Leute, die wirklich einen großen Computer noch hinschleppen mit Monitor und allem und installieren dann die Software. Und installieren, was installieren sie? Installieren Distributionen von Linux, es installieren sie auch zum Teil freie Software für Windows-Rechner. Und seit einigen Jahren gibt es im Rahmen von dem Festival auch so Vorträge über freie Software, Vorträge über bestimmte freie Software, die vielleicht den einen oder anderen animieren, das mehr zu machen, das zu verfolgen. Und wie gesagt, 2006 ist das erste Mal in Bolivien mit vier Städten, und 2017, heuer im April, waren es 8 Städte, wobei 10 Austragungsorte waren. Also es waren ein paar Städte, wo an 2 Orten das veranstaltet worden ist. Und das zweite wichtige Event ist eben der Kongress, der eben seit 2001 stattfindet. Es hat vorher einen Kongress Null gegeben, den 0. Kongress. Witzig.
Aber ich habe leider nicht genau rekonstruieren können, wo alle Kongresse stattgefunden haben. Das letzte war in Sucre, wie gesagt, organisiert von diesem Hacklab. Lustig war der 2015 in Beni, das ist ziemlich weit von der Zentralachse von Bolivien, wo man wirklich dann entweder mit dem Bus fast 12 Stunden fährt, um hinzukommen, oder man fliegt einfach. Und beim Fliegen ist halt witzig, dass man dort fliegt, und irgendwann merkt man, dass der Flieger immer tiefer wird, aber der Wald kommt einfach immer näher, und irgendwann macht sie auf und wir sind auf der Landebahn. Also diesen ziemlich lustig, das erste Mal. Und die Kongresse waren bis jetzt sehr oft in Cochabamba, La Paz und Santa Cruz, weil es dort die Infrastruktur viel einfacher zu haben ist, also einen Kongress zu organisieren, von Hotels zu den Kongressorten, auch von den Räumlichkeiten und so. Da möchte ich noch einen kurzen Exkurs auf den Begriff der angepassten Technologie. Das ist etwas, was vor allem in der Entwicklungshilfe vorkommt. Es geht darum, dass man eben nicht probiert, partout irgendwas, was in Europa zum Beispiel funktioniert, in Südamerika, in Indien, in China zu reproduzieren. Also das ist nicht wirklich die Technologie einzuführen, ist nicht wirklich nur auf Biegen und Brechen die Technologie dort überall zu reproduzieren, sondern wirklich dann die Technologie, die Aufgabenstellung anzupassen an die Gegebenheit, die es vor Ort gibt. Am Ort, also am Land, an den Städten. Zum Beispiel, also dass man eben die Solarküchen, kennt jemand die Solarküchen? Es geht darum, dass man eben mit der Solarenergie, ohne dass eben Strom erzeugt wird, mit Solarenergie, mit Hitze gekocht wird, und das funktioniert gut. Und das ist etwas, was relativ einfach und billig herzustellen ist, und dann führt man, das kann man einführen in anderen Ländern, wo es vielleicht die Beschaffung vom Gas, von anderen Brennstoffen problematisch ist, oder auch die Benutzung vom Holz zum Kochen nicht wirklich gut ist. Das ist eben, dass man passt die Technologie an dem Ort, wo man ein Problem vor Ort lösen will. Und man versucht nicht, das, was man hat, dort einfach zu reproduzieren. Und das hat eben 4 Merkmale, dass man eben die Sache, die man einführen will, oder das, was man einführen will als Technologie, soll eben möglichst klein sein, möglichst einfach. Natürlich soll wenig kosten und auch sanft quasi eingeführt werden. Also nicht, dass es Wälder zerstört, oder nicht, dass es das Ökosystem komplett umwirft. Und das ist ein kurzer Überblick über die Applikation, die damals 2008 entstanden ist, die Komponenten, die es da gegeben hat und die es in gewisser Weise noch gibt. Es war damals die UI Library von Yahoo, das wird wahrscheinlich keiner mehr kennen. Nein? Es war eine Library, also ein JavaScript und CSS Library, um CSS Grids auch herzustellen und zu vereinfachen und eben auch mit WYSIWYG-Elementen zu editieren. Das war damals Teil von den Applikationen, um eben zum Beispiel die Vorträge, die Ideen von Vorträgen, die eingereicht worden sind, um mit ein bisschen
HTML zu versehen, dass man quasi ein bisschen Formatierung reinkriegt. Ich habe damals noch eine Blog-Applikation gemacht, weil damals war es so cool, so, das hat jeder versucht. Jeder, der ein Web-Framework gemacht hat, hat als Beispiel eine Blog-Applikation gemacht. Ob das gut oder schlecht war, das weiß ich nicht. Und ich habe damals noch die Flat Pages, das ist also eine Applikation von Django selbst, von dem Contrib-Teil, verwendet, um dem statische Seiten quasi zu bauen oder zu machen. Das wird einfach nur der Inhalt der Seite wird abgelegt und den kann man mit einem Template festlegen, welche Teile von der Seite wie oder wo dargestellt werden. Ich habe damals die Kontaktformular für die Seite mit einer Applikation von Django gemacht, die nicht von mir war, diese Django Kontaktform, und die Registrierung für Benutzer der Applikationen, die Django Registration, auch quasi importiert in das Projekt. Es war nicht wirklich sauber, glaube ich, im Nachhinein, dass man einfach den Code, ich habe glaube ich das Copy, also die Lizenz behalten, aber den Code einfach reinkopiert und gesagt, passt. Das kann man sicher eleganter machen, aber das war damals unter dem Gesichtspunkt, dass es möglichst einfach sein soll, das, was ich da gemacht habe. Und das war eben damals Teil noch von der Applikation an den Programmteil und die Registerteil und Workshop. Das sind Sachen, die ich selber gemacht habe. Also das Programm, das war einfache Einreichung und Bewertung von den Vorträgen. Also man hat sich registriert und gesagt, mit den Personen hat man angegeben, möchte ich das vortragen, dann hat man eine kurze Beschreibung und dann hat eine Gruppe von Benutzern über die Django-Plattform dann gesehen, es gibt einen neuen Vortrag, es gibt folgende Einreichungen für die Vorträge und dann hat man die bewertet. Man hat zwar nicht blind bewertet, also man hat gewusst, wer das eingereicht hat und das kann und wird man noch, glaube ich, ändern, dass man eben das ein bisschen abschwächt. Aber das hat funktioniert, das hat sehr einfach, also man hat einfach pro Vortrag, also pro Einreichung plus 1, minus 1 und 0, glaube ich, vergeben und das war alles. Und dann hat man am Schluss dann sich angeschaut, wie viele Vorträge von wie vielen Leuten bewertet worden sind und dann hat man die einfach akzeptiert oder nicht und das war alles. Das war unglaublich einfach, aber es reicht. Das ist eine der Sachen, die man sich mitnehmen soll, dass man unglaublich komplizierte Systeme nicht wirklich entwerfen muss. Es muss einfach das reichen für die Aufgabe. Man soll das einfach halten, aber nicht einfacher machen als das. Das war der Programmteil und Registerteil. Es war damals so und bis vor ein paar Jahren bei dem Kongress so, dass die Teilnehmer vom Kongress unbedingt eine Bestätigung haben wollten, dass sie dabei waren. Es ist ein Teil von der üblichen Sachen in Bolivien anscheinend. Das war mir auch relativ neu, dass man unbedingt eine Bestätigung haben will, dass man bei einem Kongress dabei war. Dann habe ich einmal kurz in Scherz gemeint, okay, dann bevor ich eine Bestätigung gebe, dass du da warst, dann frage ich dich kurz nach, ob und was geblieben ist von dem Vortrag. weil sonst ist für mich den Sinn von der Bestätigung nicht wirklich da. Und das hat man damals machen müssen und das hat man damals gemacht, aber das war am Ende so, dass man von den Teilnehmern eine CSV exportiert haben aus der Applikation, die mit den Teilnehmern, und dann hat man über Script, also Bash-Script drüber laufen lassen und dann x LaTeX-Files generiert und dann hat man die ausgedruckt und das war alles dann. Also, und das ist aber auch einfach, man hat ein bisschen mehr
nachher machen müssen, um die Daten zu bekommen, aber das hat das auch wieder etwas, was so, möglich, so einfach wie möglich gehalten worden ist. Das war die Idee, dass man schnell was macht und schnell was hat, was reicht. Und die Workshops waren eigentlich nur die Registrierung für die, man hat Workshops registriert, also ich weiß nicht mehr, 2008 waren es 4, 5 Workshops und da hat man quasi beschränkte Teilnehmeranzahl und da hat man einfach quasi damit protokolliert, wie viele angemeldet sind und dann hat man irgendwann gesagt, okay, wir sind voll und dann passt, dann kann man sich nicht mehr registrieren. Das war nicht mehr als das. Und dann hat man später auch die Liste darauf exportiert, um die Zertifikate zu erstellen, wer dabei war. Und dann habe ich versucht, die Applikation auf die neue Version von Django zu portieren quasi und dann habe ich das erkannt. Es gibt Probleme, es ist in erster Linie das Namen nennen, also Sachen benennen, Caching Validation und One-off-by-One-Errors. Es ist so, die neue Applikation basiert nicht mehr auf die UI Library von Yahoo, weil die seit ein paar Jahren nicht mehr gepflegt wird. Und es gibt recht guter Ersatz dafür, dieses TinyMCA, und es gibt eine Django-Applikation, die das vereinfacht, das zu einzubauen. Also man ersetzt halt die Textfields von Django durch Rich Textfields, glaube ich, heißen die, oder HTML-Fields, und dann ist dann mehr oder weniger erledigt. Und dann für die Grids, für die CSS Grids ist wieder Yahoo Teil im Einsatz, weil das mir wieder als das Einfachste erschienen ist, was noch reicht, um die Aufgabe zu lösen. Weil ich hätte auch mit Bootstrap was machen können, aber Bootstrap ist zwar super schön, aber unglaublich kompliziert für das, was ich eigentlich haben wollte. Ich wollte eigentlich nur vielleicht ein paar Elemente ein bisschen schöner darstellen und dann ein Formular für die Registrierung mit ein paar Auswahlmöglichkeiten darzustellen und die Seite ein bisschen strukturierter in Grids zu bauen. Das war alles. Und für das ist mir das Bootstrap als zu kompliziert erschienen. Ich habe diesmal die zwei Applikationen, die Contact Forms und Registration, integriert. Wie ich glaube, ein bisschen eleganter integriert. Also man braucht nur die. Es ist zwar jetzt in den Requirements drinnen, welche Version das ist, und das wird dann importiert und das reicht dann. Und das ist dann eleganter, weil es ist dann abgekapselt von der Applikation. Ich habe die frühere Applikation Registration auf Participants umbenannt, aber sonst nichts geändert. Na, auf Program ist Submissions und die Registration ist die Participants. Das ist Sachen nehmen, Namen geben ist schwierig und das ist dann. Die Workshops-Applikation ist gleich geblieben vom Namen. Und sonst habe ich nicht wirklich was verwendet, weil es ist eben dadurch, dass Django zum Beispiel die JavaScript-Frameworks noch nicht integriert oder noch nicht automatisch dabei führt dazu, dass es da nichts zum Ende ist, bis auf das, was eben die UI-Library durch die TinyMCA ersetzt wird. Und sonst ist alles gleich. Und ich habe in dem dabei was gelernt, natürlich. Also die Django-Applikationen, die ich verwendet habe, diese Django-Contact-Form und Django-Registration, die waren ursprünglich von einem Entwickler von Django.
und sind später zu einer Firma, gehören jetzt zu einer Firma quasi, die von dem Entwickler ist, aber die habe, wie ich, nichts angepasst. Ich habe, ich glaube, nicht einmal die Templates angepasst. Ich habe die Templates ein bisschen anders, an ein bisschen anderen Stellen abgelegt, aber sonst nichts angepasst. Also die Applikation funktioniert bis auf die Versionsnummernkorrektur wie vor 10 Jahren oder vor 9 Jahren. Das Overengineering keinen Bestand hat, das wissen wir alle. Und das bestätigt sich anhand von der UI Library, weil die so kompliziert war und so viel mehr mitführt, als eben nur die Grids darzustellen und die paar HTML-Elemente für die WYSIWYG-Edition zu ermöglichen. Das ist dann nicht mehr da. Die Library wird, die gibt es noch, aber die wird seit Jahren nicht mehr gepflegt und das ist, da kann man nichts wirklich Sinnvolles oder nichts machen, was eben Bestand hat. Und das nächste ist eben, was Bestand haben soll, ist ein Archiv, dass der Kongress, die Seite quasi, die Webseite für den Kongress ist, hat ein paar Mal geheißen congresosoftwareliebe.org.bo, dann hat ein paar Mal geheißen conasol.org.bo und ein paar Mal console.org/softwareliebe.org.bo. Natürlich gibt es von dem kein Archiv, weil das im Unterschied zum Beispiel zu den Linux-Tagen, wo es jedes Jahr eine neue Webseite gibt für die Veranstaltung und dann auch rückwirkend Jahre zurückschauen kann, wer was vorgegangen hat und wie. Das ist dann in dem Fall von der Software Library in Bolivien nicht der Fall. Also ich habe mit Hilfe vom Internetarchiv ein bisschen was rausgeholt und das ist nicht wirklich einfach. Das ist mühsam und das ist eigentlich schade, dass es, wenn was geändert wird, wenn ein neues System kommt, dann verschwindet es automatisch, was früher war und was früher gelaufen ist. Und man kann zwar mit dem Internetarchiv was archivieren, aber man muss halt konsequent sagen, wenn sich was ändert, dann muss man auf die Webseite gehen und sagen, das bitte archivieren. Und wie oft man das machen kann, das weiß ich nicht. Aber es wäre dann sinnvolle Investition, darauf zu schauen, dass die Seite vom Kongress dann abgelegt wird. Und es ist nicht wirklich unwichtig, wenn ich behaupte, jetzt 2008 waren 10.000 Leute dort, wird mir das wahrscheinlich nicht glauben, aber wenn ich sage, es waren 1.000 Leute, das kann schon stimmen, aber muss nicht sein. Ich habe auch auf die Schnelle nicht rausfinden können, wie viele Leute wann war bei welchem Kongress. Und das war eigentlich mein Vortrag. Ich bin ein bisschen viel schneller fertig als gedacht, aber es ist, weil ich probiert habe, das zu rekonstruieren und das ist wirklich nicht einfach. Also man sieht beim Internetarchiv ein bisschen die Seite, wie sie ausgesehen hat, aber nicht wirklich alles wird archiviert und es ist nicht wirklich sinnvoll. Und auch bei Google, ich weiß von Google, man kann auf ein Archiv zugreifen, aber es ist ziemlich mühsam, weil man nicht wirklich das Datum mitgeben kann. Also man kann nicht sagen, gib mir die Adresse am so und so, sondern man kann nur sagen, das, was du im Cache hast, zeig mir bitte. Wenn es im Cache hat, ja. So, dann wäre ich mit meinem Vortrag fertig. Wenn es noch Fragen gibt, dann bitte.
Du hast vorhin gesagt, dass diese Umsatzanwendergruppe sich seit 2007 versucht zu gründen und das bisher nicht ganz geschafft hat. Ja. Und auf der anderen Seite von staatlicher Sicht die Open Source Bewegung schon seit längerem gut unterstützt wird. Ja, schon. Das hat mich ein bisschen verwundert, weil ich denke, in Europa ist es eher umgekehrt, dass es schon lange gut organisierte Open Source Vereine gibt und das so etwas auch leicht gründen lässt, im einfachsten Fall mit ein paar Leuten. Ja. Und bis das dann von staatlicher Seite durchdringt, dass das etwas Unterstützenswertes ist, dass das gefördert wird, dass auch die Telekommunikationsgesetze und so weiter in Richtung angepasst werden, ist in Europa, denke ich, schwieriger. Und was ist deiner Meinung nach der Grund, warum das ein großer Unterschied ist? Ich glaube, dass das Vorhaben, das auf freie Software umzustellen, also das ist wirklich, es ist wirklich vom Staat gekommen, also dass man das auf offene Standards zum Beispiel sich festlegt und dass man das unterstützt und dann, dass man da Geld investieren muss, das war dem Staat bald einmal klar, dass es das sein muss. Aber auf der anderen Seite ist halt sind die Personen, die früher ehrenamtlich was organisiert haben und immer wieder was organisiert haben und wahrscheinlich das eine oder andere Mal an ihre Grenzen gestoßen sind, um was zu organisieren und was wieder zu organisieren, jetzt nicht mehr machen wollten, weil sie sehen, der Staat ist eh da und der Staat könnte das was übernehmen und der Staat wäre in der Lage, das zu übernehmen. Und deswegen, also ich glaube, dass es sehr viele, vielleicht Animositäten sogar gibt inzwischen den Leuten, die glauben, sie würden was verlieren, wenn es ein anderer schafft, mehr Unterstützung vom Staat zu bekommen. Also es ist ein bisschen komisch. Ich bin mir nicht ganz sicher, woran das liegt, aber ich glaube, dass der Willen vom Staat da ist, das was zu machen, aber auf der einen Seite ist sicher sehr viel Lobbying dabei, weil zum Beispiel vor ein paar Jahren ist ein Computer, also Laptops für Kinder gebaut worden in Bolivien mit natürlich Unterstützung vom Staat. Und das war am Anfang die Idee, das was Ähnliches zu machen wie das One Laptop per Child Projekt von MIT, was im Prinzip eine komplett andere Umgebung war. Also nicht Windows, sondern ich glaube sogar Debian war das, oder? Also irgendeine Linux-Distribution, die darauf basiert, auf die basiert ist, das Sugar-Ding vom One Laptop per Child. Und dann hat man das so lange bearbeitet bekommen von Microsoft-Seite, muss man sagen, den Namen nennen, bis Laptops rausgekommen sind mit Dual Boot, Windows und Linux. Wo die Lehrer in den Schulen auch Laptops bekommen, aber die haben Laptops mit Windows bekommen. Also ich glaube, das ist der Einfluss von Microsoft und Co. darf man nicht unterschätzen. Also, und das andere ist die Sache mit den Ausnahmen. Es wird im Gesetz, im Telekommunikationsgesetz ist drin, dass es im Rahmen der Souveränität und nationaler Sicherheit, und das ist das Zauberwort des nationaler Sicherheit, damit kann man im Prinzip alles gutheißen. Also man sagt, nein, das ist für die nationale Sicherheit von Notwendigkeit, dass es Windows drauf läuft, da hat man keine Chance. Ich glaube, das ist, um das abzurunden, im Summe ist das Lobbying von Microsoft und Co. nicht zu unterschätzen in dem Ganzen, weil wenn der Markt für Software, für kommerzielle Software in Bolivien relativ klein ist, weil es ist doch offenes Geheimnis, dass es mit ein paar Euro eine CD von Windows 7 kriegst oder Windows 8, also Windows 10, Office, AutoCAD. Du kannst im Prinzip alles kaufen um ein paar Euro.
natürlich geschenkt, ja. Und der Markt dafür, der Markt ist von der Seite klein, aber wenn der Staat das macht, also das macht nicht der Staat, und wenn der Staat wirklich das macht, von einem Tag auf den anderen, von Windows, Office, Oracle, keine Ahnung was, auf freie Software umzusteigen, dann fällt doch mehr Geld, als denen lieb ist. Und deswegen ist es, wird alles gebremst oder torpediert, was das dann schaffen wird. Und auf der anderen Seite sind die einzelnen Personen, die glauben, die würden was verlieren, wenn es einen Verein gibt. Leider. Gibt es da regionale Unterschiede? Ja, am Elevate Festival war eine Dame aus, ich glaube, La Paz, ja? Die von der Stadt kommunal, also von der Stadt erzählt hat, dass da sehr, sehr viele Anwendungen, halt freie Anwendungen umgesetzt werden. Und die hat sehr, sehr positiv davon berichtet. Ja, es gibt sehr Unterschiede, sehr große Unterschiede, weil La Paz ist der Regierungssitz, und das ist eben mit zwei Städten, mit La Paz und El Alto, ziemlich viel Bevölkerung da, und dann kann man ziemlich viel erreichen. Und die Unterstützung für das, was der Staat oder die Regierung vorhat, ist dann doch vorhanden und groß genug, das zu machen. Es wird schon unterstützen, in La Paz vor allem. Gibt es noch Fragen? Wie schaut es denn mit der Hardware-Ausstattung aus? Weil ich denke mal, das könnte auch ein Grund für Linux sein, dass man sagt, das geht jetzt auch auf älteren, schwächeren Rechnern. Und aktuelles Windows hat er doch für Voraussetzungen. Schon, ja. Also ich war zwei-, dreimal 2007 und 2008 bei den Flisol, und es war wirklich so, dass Leute hierher kommen und schleppen den Rechner, den Stand-PC mit zum Installieren. Und der ist unter Umständen alt. Und das war ein Argument für viele, das da auf den Rechner Linux zu installieren. Es waren Leute, die gesagt haben, ich brauche keinen neuesten Rechner und ich brauche nicht die neueste Hardware, und ich möchte es installieren. Und ich glaube, dass es doch ein Argument sein kann, aber man darf das nicht unterschätzen, weil ich hab damals, 2006, lange gesucht, bis ich einen Rechner gefunden habe in dem Markt, das wirklich gut mit Linux funktioniert. Weil damals war ich noch mit Modem unterwegs, und es waren die meisten Laptops waren mit so einem Software-Modem dabei, und dann schaffen wir mit Linux mit einem Software-Modem nicht mehr als 14K. Und deswegen, es ist gut, dass man ältere Software unterstützt, also ältere Hardware unterstützt, aber nicht wirklich, muss man wirklich sehr viel aufpassen. Das ist nicht einfach. Ja? Dankeschön.